Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. In der letzten Folge sind wir zurück nach Florenz gekehrt, um dort ein paar Codex-Seiten aufzusammeln. Und jetzt sind wir in der Toskana, wo die Landschaften grün sind bis zum Gehtnichtmehr und da hinten eine riesengroße Stadt auf uns wartet, die schon fast so ein bisschen, das kann man ruhig sagen, die so ein bisschen an New York erinnert. Wenn ihr da mal so drauf guckt, so im ersten Moment, sieht schon richtig geil aus. Jetzt müssen wir mal schauen, ich weiß gar nicht, ob sie es schon wussten. Nee, gibt es hier irgendwie Aussichtspunkte oder so, die wir erklimmen müssen? Oder müssen wir einfach jetzt straight away in die Toskana quasi erstmal hinreiten da? Entschuldigung. Komm, wir reiten erstmal nach da oben. Ich will mal wissen, was da oben ist. Entschuldigung. Oder ist das einfach nicht so, das ist nur so eine kleine Siedlung scheinbar. Gut, wir reiten einfach mal direkt weiter und ich wüsste gerne mal, warum mein Bild hier so ruckelt auf dem Fernseher gerade. Das würde mich ja schon mal brennend interessieren. Aber wenn ich da drüben so auf dem Monitor gucke, wo ich das Ganze dann aufnehme quasi, sieht das doch schon ganz flüssig aus und das ist ja die Hauptsache. Wenn es hier ein bisschen ruckelt, mich stört das jetzt nicht allzu sehr. So. Und jetzt sind wir am, ich weiß nicht, Südtor? Ist das das Südtor? Ich habe keine Ahnung. Nee, Quatsch, wo sind wir gerade? Wir sind gerade im... Ach, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Mann, ey. Idiot. So, ich würde sagen, wir gehen zu Fuß rein. Wobei da scheinbar ein paar Wachen warten und das Telefon klingelt. Unfassbar, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Aber das ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt. Denn wir sind in der Toskana, genauer gesagt, in San Gimignano. Gimignano bestimmt oder so, keine Ahnung. Und hier in der Toskana werden wir uns jetzt mal ein bisschen umschauen, aber zunächst einmal müssen wir zu unserem Zielpunkt, beziehungsweise wir erklimmen mal den ersten Aussichtspunkt und ignorieren das Telefon weiterhin. Na, es scheint... Nee, es ist immer noch nicht ruhig, das gibt's nicht. Mann, Mann, Mann. Ich will gar nicht wissen, wer das schon wieder ist. Bestimmt irgendwelche Terroranrufe. So, wo kommen wir denn der Aussichtspunkt? Alter. Ganz schön unheimliche Gebäude hier irgendwie. Naja gut, wir gehen mal hier weiter nach oben. Und dann müssen wir natürlich aufpassen. Ich könnte mir vorstellen, Santa Maria Assunta. Ah, da drüben kommen wir nicht hoch. Das können wir vergessen. Aber vielleicht kommen wir ja hier hoch. Nein, das war dumm. Okay, gut. Ging, da war noch Gott sei Dank ein Absatz, den ich nicht gesehen habe. Ich dachte schon, wir krachen jetzt hier gleich in die Tiefe. Das wäre natürlich nicht so lustig gewesen. So, dann gehen wir doch mal hier hoch. Und falls da oben irgendjemand... Alter, wie hoch ist denn das? Okay, da gehen wir nicht nach oben. Und um die Ecke greifen kann er auch nicht. Mann, ich würde gerne darüber. Verdammt. Ah, gut, gehen wir doch hier lang und dann... Whee! Sinnlos! Dieser Mann ist ein hinterhältiger Lügner. Ich? Was für ein Mann? Nicht wie Arrigo. Are you talking to me? It's not me. Bitte, Mario! So, was ist hier los? Der quatscht da wieder die Leute voll. Da kommen wir auch nicht hoch. Alter, ich bin jetzt schon wieder überfordert. Was ist denn hier? Alter, ist das ein Puff? Puff, puff, puff. Wir fahren in den Puff. Scheinbar nicht, aber hier können wir vielleicht hoch, endlich mal. Ja, sieht gut aus. Hammer! Boah, wie groß, wie klein das hier auch ist, wie groß. Das ist ein kleines Städtchen, die Toskana hier, aber große, große Landschaften da hinten, wenn ich da mit so angucke. Das ist schon ziemlich riesig alles. So, wo ist denn jetzt hier der verdammte Aussichtspunkt da hinten? Ach, Mann, ey. Wow! Alter, bist du verrückt? Weiß ich. Deswegen bin ich auch schon wieder weg. Komm da rauf. Ja, sehr schön. So, wo war jetzt hier die Wache, die uns aufs Maul hauen wollte? Da erzählen wir gleich mal was von. Was macht ihr hier? Da ist er. Wer ist hier? Niemand ist hier. Halt, wir wollen ihn noch schnell plündern. Ja, 3 Florin. Immerhin, immerhin. Besser als nicht. Und dann mal hier hoch. Nein, da kommen wir nicht hoch. Verdammt, Alter. Oh, hier ist so ein Ding. Das reißen wir direkt mal ab, denn wir haben wieder ein bisschen Bekanntheitsgrad hinzugewonnen, sag ich mal. Und jetzt sagen wir nicht, wir kommen da nicht mehr. Doch. Alter. Die Folge beginnt schon wieder so fail. Ich habe gar keine Lust weiterzumachen. Will nicht wissen, wie das noch endet gleich. So, da aber hoch jetzt hier. Komm, das schaffst du. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann schätze ich einfach mal, dass wir hier rüber müssen und dann nach oben. Ah, so langsam kenne ich die Aussichtspunkte.
So langsam weiß ich mir zu helfen, wenn es um Aussichtspunkte geht. Und es ist gerade tiefe Nacht hier in der Toskana. Sieht schon ganz schön unheimlich aus, wie sich da hinten auch die Wolken so aufbauschen. Und wir sind auf dem Kirchturm. Und hier vorne, Alter, das sieht aus wie, keine Ahnung. Und da hinten ist irgendwie ein Schatz oder sowas. Da seht ihr den da hinten blinken. Vielleicht gehen wir da nachher mal hin. Das sieht echt aus wie klein New York City, nur halt irgendwie total früh im Aufbau. Geil, und jetzt synchronisieren wir aber mal. Ezio Auditore in der Toskana. Alfred Sub-Zero ist online. So, Karte aktualisiert, sehr schön. Und da unten können wir hoffentlich reinhüppen. Ja! So, jetzt ist es aber mal an der Zeit. Jetzt haben wir hier so ein paar Dinger freigeschaltet. Oh, Söldner. Rebecca 84, du kannst diese Söldner... Jo. Bla, bla, bla. Ui, da haben wir ein ganz schön kleines Feld freigeschaltet. Hier haben wir einen Kurierauftrag. Nee, im Moment nicht. Ich würde ganz gern erstmal hier unten jetzt hin. Oh, was ist da denn? Ah, da kommen wir nach Monte di Gion. Ja, aber da wollen wir im Moment nicht hin. Wir wollen hier unten hin. Beziehungsweise erst zum Aussichtspunkt, dann zum Ausrufezeichen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Oder holen wir jetzt erst die Aussichtspunkte? Nee, wir gehen dann erstmal zu dem Ausrufezeichen. Ich glaube kaum, dass wir gleich ein Dings bekommen. Ein Mega... Auftrag. Oh, hier können wir uns einen Medizinbeutel kaufen. Guck mal. 6.000 ist mir zu viel. 3.000 kann man noch verknusen. Wir kaufen uns einen größeren Medizinbeutel. Jetzt hoffe ich aber auch, dass wir mindestens 10 Medizindinger mit... Bis zum nächsten Mal. 10 Medizindinger mitnehmen können. Sonst wäre das ganz schön eine Abzocke. Und da unten sind Wachen. Ich hoffe, wir dürfen an denen vorbei huschen. Hallo. Oh, ein Schatz. Den nehmen wir natürlich mit. Wir haben gerade 3.000 Florinverlust gemacht. Wir haben soeben wieder 250 gewonnen und die Wache bockt einfach mal gar nicht, dass wir da einfach den Schatz ausräumen. Also bockt es mich auch nicht. Okay, da oben ist auch nochmal ein Schatz oder sowas in der Art. Hui! Moin! Wenn Messer Giraldi das sehen könnte. Was wollt ihr von mir? Die singen ja gar nicht. Nein, dann gibt's auch kein Geld. Weg. Ja, ich hab nichts gehört. Also du hast nicht gesungen, mein Freund. Das ist aber pure Verarsche hier. Das ist Abzocke. Heutzutage wird das mit Geld bestraft. Was, mit Geld bestraft? Nee, es wird bestraft, aber mit Geld? Buße? Weiß ich nicht. Abzocke? Keine Ahnung. Schmerzensgeld entsteht ja dadurch eigentlich gar nicht. Aber man wird halt eben bestraft. Ach, wir müssen aus der Toskana raus hier wieder. Also nicht aus der Toskana raus, aber... Ja, aber hier hinten lang, um zum Auftrag zu kommen. Das ist ja auch interessant. Und ich habe auch jetzt gar nicht mehr im Kopf, wen wir da überhaupt aufsuchen sollen, wer uns da erwartet. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist für mich jetzt auch alles neu irgendwie. Aber es freut mich, dass wir auch mal durch so Grünanlagen hier latschen können. Bei Assassin's Creed 1 war es ja echt größtenteils so, dass du durch Wüstenlandschaften gelaufen bist, eben durch Damaskus oder Jerusalem etc. Da war es ja eigentlich nur Arkon, soweit ich mich erinnere. War es Arkon, was so ein bisschen begrünt war, aber halt eben auch sehr, ja, nicht wüstenlastig, aber doch sehr, naja, ihr wisst, was ich meine. So, Karte aktualisiert und wir hüpfen dort unten in den Buschwagen. Oh, ich muss mal kurz husten. Oh, wow, er hat gehustet. Heftig. So, und was sollen wir denn hier jetzt machen? Wer ist das überhaupt? Mit wem quatschen wir? Ist das Onkel? Nee, das ist nicht Onkel. Wer bist du? Mario Auditore. Doch, unser Onkel. Okay. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer. Ich möchte helfen. Va bene. Dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Wie man in den Wald ruft, schallt es auch zurück. Mario und seine Männer beim Attentat auf Vieri de Pazzi helfen. Was ich jetzt gerade noch anmerken wollte, wir sind doch gerade eben ohne große Probleme in die Stadt gekommen. Oder meint er eine andere Stadt?
weiß es nicht. Auf jeden Fall die Toskana hier, also in die Stadt da hinten sind wir relativ easy gekommen. So, Mario, dann mach mal hinne. Gib mal Fersengeld, Junge. Das wird ja so ein richtiger kleiner Armeeeinsatz hier. Erinnert so ein bisschen an Call of Duty. Hö, was? So, ich weiß nicht, sollen wir das Schwert auswählen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Wir pilgern auf jeden Fall jetzt erstmal unserem Onkelchen hinterher und der geht doch bestimmt. Nun gut, Ezio, hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Okay, ich glaube, wir hätten gar nicht... Wir hätten hier noch gar nicht hingehen dürfen, ne? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir vorstellen. So, wir hüpfen mal hier hoch. Wurfmesser sind ausgewählt. So, den Hebel aktivieren. Erstmal den Kerl da ausschalten. Eins. Und den da hinten kriegen wir wahrscheinlich, wenn man ein bisschen herangeht. Na komm, hier hoch. Du bist tot. Und den da oben, kriegen wir den? 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 Verdammt, wir können nur nach... Ach, verdammt, wir können nur gerade auswerfen scheinbar. Egal, wir machen das Tor schnell auf. Mach auf! Mach auf! Ja! Rein mit euch, Jungs! Ich erhol mir den da oben noch schnell. Hallo! Du bist tot! Wo lang? Mario folgen. Okay. Hui! Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt vor? Ziel eliminiert 0 von 10. Ach, wir sollen die töten. Hey, du Penner. Willst du denn? Mieser Drecksack. Oh, jetzt geht's los hier. Jetzt müssen wir die Wachen töten. Und zwar richtig. Alter! Alter! Nerv mich nicht! Mieser Drecksack! Na komm! Stirb! Ja! Sehr schön. So, wo ist der Rest? Da ist noch einer. Was? Kurzen Prozess machen. Mit ihm auch. Da! Verliert ihn nicht schon wieder! Na komm! Ich geb dir mit meiner Klinge. Hohoho, sehr schön. Der hat mal ein drittes Nasenloch quasi gestochen gerade. So, jetzt müssen wir da oben noch den Rest holen. Nichts leichter als das. Let's get it on, people. Weil wir hätten mir doch mit dem Wurfmesser ausschalten können, aber die würde ich ganz gerne ein bisschen aufheben. Ich weiß nicht, wie schnell wir wieder an Wurfmesser kommen. Von daher, ne, und so. So, jetzt holen wir uns erstmal den alten Penner hier. Na komm! Bam! Und dem haben wir eine zweite Herzkammer geschlagen. Sehr schön. Muss ja auch alles seine Richtigkeit haben hier, ne? Hoho! In den Rücken! Na komm, renn! Zu Santa Maria Assunta gehen. Alles klar, da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Boah, wow, ganz schön actionreich. Haben wir ja schon ein paar erledigt. Etwas unaufgeräumt erscheinen, aber ich kann schmieden. Und er hängt einfach da, weißt du, hier bricht voll der Krieg aus und er hängt da und verkauft seine Waren. Auch sehr geil. Wir plündern gerade mal noch schnell die Leichen hier. Nichts leichter als das. Oh, wir haben ein Wurfmesser gerade dazu gekriegt. Das freut mich natürlich. Und doch ein Wurfmesser. Ach super, hätte ich die auch doch mit dem Wurfmesser erledigen können quasi. Naja, egal. Dann gehen wir mal zu Santa Maria Assunta. Und ja, holen uns da quasi... Hey, habt ihr schon gehört? Ihr macht dann herum, der irgendwie mit so ein paar anderen Typen... Okay, ich wollte eigentlich nur darüber informieren, dass hier ein Assassine rumrennt mit ein paar anderen Typen, die hier irgendwie so ein bisschen, ne, die Soldaten töten, aber wenn die es nicht wissen wollen, dann ignoriert's halt einfach. Oh, was ist hier los? Onkel! Onkel! Ezio! Euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe! Geht zu ihm! Du bist nicht Onkel!
Mann, Mario steckt in Schwierigkeiten. Alter, was ist hier denn los? Alter! Sekt oder Selters? Bums! Wow, voll die Massenschlacht hier. So liebe ich das. Na jetzt, hol ihn dir doch. Ja, sehr schön. Okay, wo ist der Nächste? Da ist einer. Und den auch schnell. Pam! Geht ja wie am Schnürchen hier. Fatz! Von hinten habe ich es am liebsten. Fatz! Okay, wo ist der Nächste? Wo will er denn hin? Alter! Neffe, da bist du ja. Mein Plan stößt auf Schwierigkeiten. Pieris Männer haben uns einen Hinterhalt gelegt und wir haben alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um dich an. Wir sollen Vajere Pazzini finden. Okay, dann verpieseln wir uns mal gerade. Au, lass mich doch mal in Ruhe. Ich muss weg. Nein, nicht da rein. Nicht da rein. So, wir sollen Vajere finden. Das machen wir jetzt auch direkt mal. Dann wollen wir unseren Onkel mal nicht enttäuschen und jetzt Vajere Pazzini finden. Oder Pazzini oder Pimeldini und wie auch immer. Den alten miesen Penner holen wir uns. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass Onkel nicht drauf geht. Das wäre jetzt natürlich der nächste herbe Schock quasi für Ezio in kürzester Zeit, wenn jetzt auch noch sein Onkel drauf gehen würde. Aber wir glauben einfach mal an ihn und seine Männer. Alter. Okay, schnell die Medizin reinpfeifen und dann geht's weiter. Wo ist dieser miese Vieri? Gehen wir hier hoch, glaube ich. Gehen wir hier hoch? Ja, wir gehen hier hoch. Jetzt müssen wir mal schauen, wo ist der alte Penner? Er ist schon mal auf dieser Höhe hier. Ist er hier oben? Ah, okay, da oben müssen wir auf jeden Fall hin. Checkpoint erreicht. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Oh oh, da unten geht's wieder zur Sache und wir müssen jetzt Dingens hier, Vieri de Pazzini, killen. Das machen wir dann auch direkt mal hier rüber und dann da oben ist der irgendwo, oder was? Ah, da hinten. Okay, welcher ist es von denen? Das ist die Frage. Ist der hier oben? Hat der sich dreist verpisst, oder? Ah ja, hier oben ist er. Na, mein Freundchen? Hast du nicht mit gerechnet, wa? So, mein Freund, jetzt sind wir alleine hier oben. Du bist tot! Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück.
Ja, der Onkel ist ein doch sehr ehrenvoller Mann, würde ich einfach mal sagen. Gut, Ezio ist halt so ein bisschen der Jungspund, ne? Der ist halt noch nicht so im Geschäft quasi. Aber er lernt dazu. So, wir haben unter anderem einen Messergürtel, einen Brief an Francesco Pazzini, eine Fähigkeit Messerwurf erlernt und so weiter und so fort. Das ist ja wunderbar. Das ist wunderbar. Und jetzt schauen wir einfach mal, was als nächstes passiert. Ich bin sehr gespannt. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder zurück in der Villa in Monteriggioni. Und das ist natürlich dann auch wunderbar. Dann können wir gleich mal gucken, was die Mutter macht. Die ist ja immer noch am Stillschweigen. Die will ja immer noch mit niemandem etwas zu tun haben oder zu reden. Oder schweigt einfach nur, weil sie immer noch geschockt ist von dem, was hier abgeht. Oder sie hat einfach keinen Bock mehr. Das kann natürlich auch sein. Gut. Da hier keine Zwischensequenz mehr folgt, sage ich einfach mal, das war's dann auch schon wieder für diese Folge von Let's Play Assassin's Creed 2. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss und haut rein!